Ich werde euch in diesem Video zeigen, wie man den Gigaminx, also die 5x5 Version vom Megaminx, ganz einfach lösen kann. Und es ist wirklich sehr einfach. Die einzige Voraussetzung ist, dass ihr den Megaminx lösen könnt. In Kombination müsst ihr aber nicht den 5x5 lösen können. Oder irgendetwas anderes. Das bedeutet, ihr müsst nur den ganz normalen Megaminx lösen können. Sonst müsst ihr nichts lösen können. Also der Gigaminx ist halt als 5x5 Version von Megaminx sogar schwieriger als der 6x6 Zauberwürfel. Dieser Würfel hat halt 12 Seiten und zwar weiß, gelb, blau, rot, dunkelgrün, lila, hellblau, orange, gelbgrün, rosa, beige und grau. Und die Lösungsschritte unterteilen wir so. Nummer 1, das weiße Zentrum. Nummer 2, das gelbe Zentrum. Nummer 3, das blaue Zentrum. Nummer 4, das rote Zentrum. Nummer 5, das dunkelgrüne Zentrum. Nummer 6, das lilane Zentrum. Nummer 7, das hellblaue Zentrum. Nummer 8, das orangene Zentrum. Nummer 9, das gelbgrüne Zentrum. Nummer 10, das rosane Zentrum. Nummer 11, das beige und das graue Zentrum gleichzeitig. Nummer 12, alle Kanten, die wir auf diesem Megaminx haben, also 28 von 30 Kanten, meinte ich. Nummer 13, die letzten beiden Kanten, die noch übrig bleiben. Und Nummer 14, den Megaminx zu lösen. Also, was ist jetzt damit gemeint? Wenn ihr die äußeren Ebenen nur dreht, habt ihr in dem Fall dasselbe wie bei Megaminx. Das bedeutet, ihr müsst danach irgendwie den Gigaminx halt wie einen Megaminx lösen können. Aber ich habe es ja in diesem Video eigentlich schon oft genug gesagt, dass ihr das bereits müsst. Aber dennoch würden wir gleich anfangen. Erstmal durcheinander bringen natürlich, also erstmal die Zauberwürfelsprache. Also bei uns im Fall steht ein R für rechte Seite mit dem Uhrzeigersinn. R' rechte Seite gegen den Uhrzeigersinn. RB rechte Seite mit zwei Ebenen mit dem Uhrzeigersinn. RB' also rechte Seite mit der zweiten Ebene gegen den Uhrzeigersinn. O oben mit der mit also oben die obere Seite mit dem Uhrzeigersinn. O' oben gegen den Uhrzeigersinn. OB oben beide Seiten, also oben zwei Ebenen mit dem Uhrzeigersinn. O-Strich, OB-Strich meinte ich, die oberen zwei Ebenen gegen den Uhrzeigersinn. L links, also ich meinte L links die Ebene mit dem Uhrzeigersinn. L-Strich links die Ebene gegen den Uhrzeigersinn. LB links zwei Ebenen mit dem Uhrzeigersinn. LB' links zwei Ebenen gegen den Uhrzeigersinn. So, jetzt wird es ein bisschen komplizierter. Jetzt geht es nämlich so: UL unten, also UL unten, unten links mit dem Uhrzeigersinn, UL' links. Also unten links gegen den Uhrzeigersinn. Okay, dann machen wir noch UB, also ULB, unten
zwei, also unten links zwei Ebenen mit dem Uhrzeigersinn, UB', unten zwei Ebenen gegen den Uhrzeigersinn, also unten links zwei Ebenen gegen den Uhrzeigersinn, UR, ja, ich meinte UR, unten rechts mit dem Uhrzeigersinn, UR', unten rechts gegen den Uhrzeigersinn. RB, unten zwei Ebenen mit dem, unten rechts zwei Ebenen mit dem Uhrzeigersinn, UR B', unten rechts zwei Ebenen gegen den Uhrzeigersinn, V vorne mit dem Uhrzeigersinn, V' vorne gegen den Uhrzeigersinn, VB, vorne zwei Ebenen mit dem Uhrzeigersinn, VB', vorne zwei Ebenen gegen den Uhrzeigersinn. Jetzt wird es nochmal kompliziert. Wir machen jetzt nämlich HL, hinten links mit dem Uhrzeigersinn. HL', hinten links gegen den Uhrzeigersinn. HLB, hinten links zwei Ebenen mit dem Uhrzeigersinn. HLB', hinten links zwei Ebenen gegen den Uhrzeigersinn. HB, hinten. HR, hinten rechts mit dem Uhrzeigersinn. HR', hinten rechts gegen den Uhrzeigersinn. HRB, hinten rechts, zwei Ebenen mit dem Uhrzeigersinn. HRB', hinten rechts, zwei Ebenen gegen den Uhrzeigersinn. So, und dann folgt noch, dass wir den Würfel erstmal, also den Dodekaeder, also den Gigaminx, erstmal komplett durcheinander bringen. Und dann kann man mit dem Lösungsprozess beginnen. Ich mache das jetzt mal, gerade mal, ohne das zu filmen, weil ich irgendwie Angst habe, dass ich, naja, ich sag jetzt mal so viel, das, was das Handy hält, irgendwie umstößt. Also es ist ja hier mit dem Handy gefilmt. Und dadurch wird es einmal einen kräftigen Ruckler geben. Und ich glaube nicht, dass ihr das gerne sehen möchtet, wie irgendwie es ruckelt. Ich glaube, wenn ihr das Handy ein bisschen benutzt und damit eine Videoaufnahme macht, wisst ihr, was ich meine? Das bedeutet, meine Sprechqualität, das liegt einfach daran, weil es beim Handy immer so ist. Ich weiß, bei einem Mikrofon würde das besser gehen. Aber es ist ja nur ein Handy vorhanden. So, ich bin mit dem Durcheinanderbringen auch gleich fertig. Das müsste nicht mehr so lange dauern. Und zwar wären wir jetzt fertig. Also das ist jetzt mal etwas ganz anderes. Und zwar ist der erste Schritt, das weiße Zentrum zu lösen. Also dieses hier. Damit ich hier etwas ein bisschen mehr zeigen kann, werde ich erstmal noch die ganzen gelösten weißen Teile irgendwie jetzt einfach mal wegmachen. Und zwar erkennt man die Mittelsteine ja daran, dass die dieselbe Form haben wie ein Megaminx. Also ein Pentagon, so nennt man das. Und da wollen wir jetzt halt ein paar. Also das erste, was wir machen, ist die Mittellinie zu bilden. Was wäre hier die Mittellinie? Wie so eine Art Schubkarre. Beim Megaminx-Tutorial habe ich das immer Schubkarre genannt, wenn hier
diese Teile alle dieselbe Farbe haben. Also das bedeutet, wir müssen das hier und also wir müssen diesen kompletten Bereich, wo ich mit dem Finger drüber fahre, jetzt einfach mal lösen. Das bedeutet, diese Kante, und diese Ecke. Das erste, was wir mal machen, ist hier irgendwo eine Kante einzufügen. Weil die Kanten, also die inneren Kanten, sind ja die hier. Und da drehe ich jetzt einfach mal zum Beispiel einen hin. Hier zum Beispiel können wir einfach mal auch einen hindrehen. Soweit, so gut. Wenn ihr, und hier müssen wir natürlich auch noch eine Kante hinsetzen. Hier sollten wir keine Kante hinsetzen, weil dann wäre es ja keine Schubkarre, dann wäre es so wie so eine Art Krone, die wir dann hätten. Aber wir wollen hier eine Schubkarre. Da haben wir zum Beispiel die letzte Kante. Und die setze ich dann auch ein. Und dann haben wir die Schubkarre. Wir wollen aber noch diese Ecke hier lösen. Und da schauen wir jetzt mal nach irgendeiner Ecke, die gerade so da ist. Ich nehme jetzt mal zum Beispiel die hier. Damit wir die aber irgendwie da hinbekommen, müssen wir die erstmal hier so wegdrehen. Dann müssen wir das erstmal so drehen, dass die Ecke erstmal über diesem Kantenstein ist. Sodass wir den Kantenstein, dass wenn wir den Kantenstein hochdrehen, dass wir den Eckstein hier auch automatisch hochdrehen. Soweit, so gut. Dann drehen wir den hier einmal, also diesen Kantenstein einmal so, dass der hier unten ist. Dann müssen wir diese Ecke natürlich auch so drehen, dass die unten ist, und zwar genau hier. Dann fügen wir die Ecke irgendwie hier ein. Dann drehen wir die Kante mit der Ecke wieder hoch und fügen uns das Ganze hier ein. Und dann haben wir auch schon diese Schubkarre, halt nur, dass die Ecke damit auch noch gelöst ist. Und jetzt wollen wir zwei restliche Linien bilden. Ja, und das machen wir ganz einfach so. Wir suchen uns jetzt erstmal eine Kante. Ich nehme jetzt einfach mal die hier. Und da müssen wir jetzt irgendwie verschiedene Steine dran machen. Also macht es dann am besten so, dass Weiß zu euch guckt, weil das ist dann irgendwie am einfachsten. Und dann seht ihr zum Beispiel jetzt diesen Fall, dass dieser eine weiße Stein hier unten ist und der hier da oben, dieser Kantenstein. Und zwar müssen wir den hier irgendwie da hochdrehen, dann den irgendwie dahin und dann müssen wir den irgendwie so drehen, dass, also den irgendwie auf diese Seite drehen. Und dann drehen wir das dann uns so zurecht, dass wir dann einen Eckstein hier einfügen können. Und dann gibt es im Grunde genommen nur noch einen Eckstein, den wir da einfügen müssen. Und wir suchen uns jetzt einfach mal irgendeinen, zum Beispiel den hier. Und dann müssen wir uns den irgendwie so drehen, dass dieser Eckstein auf der Seite ist, der bisherigen Linie am nächsten ist. Also hier ist halt die Linie, das ist gelb. Am nächsten wäre jetzt zum Beispiel lila. Das bedeutet, wir drehen den Eckstein zu lila. Jetzt müssen wir uns das irgendwie so zurechtdrehen, dass wir den weißen Eckstein in die Linie einfügen können. Wunderbar. Dann fügen wir die Linie in das Zentrum ein. Und jetzt suchen wir uns den weißen Kantenstein. Den hätten wir da. Und da müssen wir jetzt das gleiche Prinzip anwenden. Also ihr macht das jetzt einfach mal intuitiv, damit es klappt. Oder ihr benutzt einfach das, was ich euch gerade gezeigt habe. Dann ist die Linie halt gebildet und dann könnt ihr die auch einfügen. Wunderbar. Okay, damit haben wir das weiße Zentrum erledigt. Schrägstrich die weiße Megaminx-Seite. Weil ihr merkt ja, das Zentrum und die weiße Seite vom Megaminx haben ja die gleiche Form. Seht hier der Eckstein, zack. Hier Rand, hier auch. Hier Rand, hier auch. Hier Mittelstein, hier auch. Hier Eckstein, hier auch. Hier Eckstein, hier auch. Rand, Rand, hier, hier. Eckstein, Eckstein, hier, hier.
Rand auch hier. So. Und jetzt machen wir uns an das gelbe Zentrum. Das machen wir mit dem gleichen Prinzip, halt nur, weil Gelb ja benachbart von Weiß ist, müssen wir da jetzt ein bisschen aufpassen, dass wir Weiß nicht zerstören. Wir machen mal wieder unsere Schubkarre mit der gleichen Taktik von eben. Und wollten da dann noch unseren Eckstein einfügen. Und das können wir wieder ganz einfach so machen. Wir haben hier die Kante. Direkt darüber sollte der Eckstein liegen. Wir drehen den Eckstein einmal weg, ohne die weiße Seite zu zerstören. Drehen dann den Kantenstein hoch. Machen da den Eckstein dran und machen die Linie wieder runter. Und dann ist die Schubkarre mit der Ecke gebildet. Und hier haben wir jetzt den weiteren Kantenstein für hier so eine Linie. Ganz einfach. Hier können wir zum Beispiel auch ganz einfach den Eckstein dran machen. Wenn wir hier weiß zerstören, müssen wir das hier irgendwie wegdrehen, das kleine Stück hier. Und dass wir das beim wieder reparieren nicht automatisch hochdrehen. Und jetzt haben wir halt hier die Linie, da ist dieser kleine Eckstein. Wir drehen diesen Eckstein einmal weg. Drehen diese Linie hoch und machen den Eckstein da dran. Dann ist die erste Linie gebildet. Und diese können wir auch ganz einfach hier einfügen. Wir müssen uns die Linie und das Zentrum allerdings dann halt so zurechtdrehen, dass man Weiß dabei nicht zerstört. Das bedeutet, es kann bei euch zum Beispiel auch so sein, dass ihr, wenn ihr die gelbe Linie hier einfügt, Weiß zerstört. Dann macht ihr das aber auch einfach mal so, dass ihr das einmal so dreht, dass die Schubkarre irgendwie... Also überlegt mal, wenn Weiß jetzt unten ist, sollte die Schubkarre mit diesem vorderen Ding nicht irgendwie nach hinten, nicht irgendwie in Richtung Weiß oder oder in die andere Richtung gucken. Klar, es guckt in die andere Richtung, aber wir sollen es am besten so machen. Dass, wenn Weiß so ist, die Schubkarre dann so ist. Aber fügt mal die Linien ein und mit derselben Taktik machen wir natürlich auch die zweite Linie. Auch mal wieder intuitiv. Jetzt haben wir hier natürlich zwei Steine. Jetzt müssen wir hier noch einen Stein irgendwie dran machen. Wir hätten wir den zum Beispiel da. Wir zerstören hier nichts und möchten den Stein an die Linie dran bekommen. Dann ist die Linie fertig. Und dann können wir auch die Linie einsetzen. Und damit ist das gelbe Zentrum auch fertig. Das nächste, was wir machen, ist, dass wir irgendwie das dunkelblaue Zentrum lösen. Und da machen wir natürlich mal wieder unsere berühmte Schubkarre. Aber jetzt etwas anders. Wenn wir jetzt diesen Kantenstein zum Beispiel einfügen möchten, zerstören wir ja Weiß. Dann drehen wir das irgendwie so zurecht, zum Beispiel so, dass, wenn wir Weiß wieder reparieren, die Schubkarre nicht zerstören. Und jetzt wollen wir die Ecke natürlich wieder so einfügen, dass wir irgendwie einen blauen Eckstein suchen, den über diesen Kantenstein setzen irgendwie. Dann drehen wir den hier zum Beispiel weg, gehen hier hoch, machen den da dran und wir machen unsere Mittellinie fertig. So, die Linien mal wieder. Wir suchen uns wieder einen blauen Kantenstein, da zum Beispiel, und machen da wieder unsere Ecksteine dran, ohne eine bisher gelöste Seite zu zerstören. Das würden wir auch ganz gut hinkriegen.
Da wir gerade etwas von Blau zerstört haben und von Gelb unter anderem, drängen wir das hier jetzt einfach mal so zurecht, dass wenn wir das hier wieder reparieren, die Linien nicht automatisch zerstören. Wir wollen die Linie einfügen, ohne etwas zu zerstören. Und ihr wisst ja, wie das geht. So, das geht ganz einfach. Und dann die Linie ohne Probleme einfügen. Und dann natürlich auch die zweite Linie. Den Kantenstein, wo haben wir den? Wo ist der? Da ist der. Wir wollen das Ding da irgendwie dran bekommen. Haben wir es zerstört? Ups. Ja, das fixen wir doch gleich mal wieder. Schon getan. Wo ist der letzte Eckstein? Zerstört. Und dann müssen wir das natürlich auch irgendwie wieder fixen. Und dann können wir die Linie auch einfügen und dann ist auch das blaue Zentrum fertig. Somit würde ich auch sagen, dass wir im nächsten Teil weitermachen. Aber damit würde ich auch trotzdem sagen, das war's mit diesem kleinen Gigaminx-Tutorial. Und ciao!